Hallo Leute, willkommen bei diesem Slime-Vlog. In einem anderen Video habe ich mal diesen Glibber-Slime mit Guarkernmehl gemacht. Und mit der Hälfte davon, dies hier ist die Hälfte, will ich mal ausprobieren, ob man da auch so eine Art Fluffy-Glibber-Slime draus machen kann. Übrigens, über ganz unterschiedliche Slimes habe ich schon mehrere Videos gedreht. Am Ende dieses Videos und unten in der Infobox findet ihr einen Link zu diesen Videos. Ja, und da lege ich gleich mal los. Ich nehme also den. Wenn ihr wissen wollt, wie der geht, ich verlinke euch das mal hier, das Video mit dem Guarkernmehl-Slime. Und demnächst mache ich auch mal ein richtiges Rezeptvideo damit. So, also jetzt brauche ich noch Rasierschaum. So, da bin ich ja mal sehr gespannt, ob die sich irgendwie miteinander verbinden lassen und ob das dann einen Fluffy Glibber Slime gibt. Na, sieht bisher nicht so aus, als wird da was gehen. Aber es dauert ja manchmal ein bisschen, wenn man den Rasierschaum nachträglich einarbeitet. Ja, so ein bisschen hat sich's verbunden. Ich glaube, ich mache jetzt noch mehr rein. Es fühlt sich auf jeden Fall sehr lustig an beim Kneten. Das macht schon mal Spaß. Jetzt hole ich ihn mal raus aus der Schüssel. Mache mit beiden Händen weiter. Das hat was. Also es wird nicht wie normaler Fluffy Slime. Halt Fluffy Glibber Slime, würde ich sagen. Ja, also ich finde, der ist sehr gelungen. Ist deutlich fluffiger als ohne Rasierschaum, aber immer noch sehr, sehr glibberig. Gucken, ob man ihn hier irgendwie so hindrehen kann. Naja, das ist doch schon mal was. Aber hier wobbelt. Sehr lustig. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und gutes Gelingen. Bezugsquellen zum Video findet ihr in der Infobox. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal.